So, ihr lieben Grillfreunde, nochmal dabei Stefan Marquardt und jetzt meine Wurst. Meine Wurst, meine Lieblingswurst, eine Idee, die ich mitgebracht habe aus Thailand. Ich habe sowas Ähnliches da probiert und gegessen und es war saulecker und dann habe ich so lange rumgetüffelt, bis dass es annähernd so geschmeckt hat. Und natürlich auch jetzt wieder du mit einer zusätzlichen Variante, mit einem Blumenkohl, wo wir das Brät von der Thai-Wurst auch einsetzen. Genau, und dann wird er schön eingepinselt von außen mit ein bisschen Sojasauce, Austernsoße, ein bisschen Mirinsäure. Und zum Schluss könnte man, wenn man will, machen wir aber heute, wir wollen nämlich nicht, aber wenn ihr wollt, könnt ihr zum Beispiel noch schön geröstetes Panko zum Schluss dann drüber machen. Dann haben wir Thai-Blumenkohl polnisch. Aller gut, ihr seht, es ist einiges hier am Brett passiert. Wir haben nämlich Koriander, wir haben Thai-Basilikum, wir haben Galgant, wir haben Chili, wir haben Limonen, Lime Leaves, K4 Limettenblätter, das hier. Und wir haben Zitronengras. So, an dieser Stelle kleiner Hinweis, eigentlich höre ich das immer wieder das Gleiche. So viele Zutaten unterschiedlicher Art, wo soll man das alles herkriegen? Kleiner Tipp. In jedem Asialaden, den ich kenne, gibt es die Mischung aus den letzten Zutaten, die hier lagen, Zitronengras, Kaffeelimettenblätter, Chili und Galgant in so kleinen Päckchen eingefroren, geeignet für die Soße, Suppe. Tom Yum. Tom Yum, so steht es auch drauf. Und die könnt ihr verwenden, wunderbar, eingefroren, kann man sich in gefriert liegen, habe ich immer daheim, entweder für die Suppe oder für so eine Variante. Mhm. So. Wir haben hier unsere Mischung wieder gemacht. Salz kommt trotzdem rein. Ich habe Stefan gefragt, ob er das mit Sojasauce machen will. Sagt er, nein. Wir machen da auch ganz normales Salz rein. Wir haben jetzt ein Meersalz genommen. Und wir haben Zucker. Ihr seht, er ist ein bisschen pappig, ein bisschen klumpig. Ihr nehmt, könnt ihr euch im Asialaden nämlich auch mitnehmen, einen Palmzucker nehmt ihr euch mit. Das ist jetzt ein Muscovado, was wir haben. Palmzucker haben wir leider nicht. Und wir haben auch noch ein bisschen Pfeffer reingemacht, was ich überhaupt nicht verstehe, weil es kommt ja jede Menge Chili rein. Ja, aber ein Gramm Pfeffer muss sein. Muss sein, ne? Also hilft nichts. Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ich würde sagen, Attacke, Leute, wir legen los. Auch hier gilt wieder schön vorher würzen. Tauchen wir die ganze Gaudi durch. Einmal anmischen. Stefan, du kannst nochmal das ganze Zeug hier reinballern. So, das ist wirklich am Ende des Tages eigentlich auch eine völlig überwürzte Wurst. Wie ich finde, aber saugeil. Und ich bin fest davon überzeugt, auch du wirst richtig Spaß damit. Okay, Leute, wir sind durch den Wolf. Der Darm ist aufgezogen. Einmal durchkneten ist wichtig, Leute, jetzt, ja, dass wir die Bindung kriegen, weil wenn es so habt, schaut her, ist es total brockig. Nochmal, und jetzt macht ihr quasi die ganze Geschichte kompakt. Es wird auch nochmal kompakt, wenn ihr das durch diesen dünnen Trichter dann durchschiebt, aber trotzdem einmal noch verteilen, dass wirklich alles da ist, wo es hingehört, und dann habt ihr ein vernünftiges Wurstbrät und es fliegt euch nicht um die Ohren. Also, dann macht ihr wieder eure Bälsche, rennt damit. Ich warte darauf, dass du einmal daneben wirfst. Meiner ist ja so ein Stück enger und immer wenn ich zeige, wie das funktioniert, geht natürlich auf die Kante und dann schaut es aus wie Sau. Alles lacht wieder und ich muss das Zeug auch noch putzen. Ein bisschen was brauchen wir noch? Oh ja, stimmt. Für den Blumenkohl brauchen wir noch ein bisschen. Wir können ja nachher den Blumenkohl nehmen und den da auch noch reinhauen. Nee, das brauchen wir nicht. Warte ab. Ein bisschen, das kannst du noch geben. Das müsste ja, rein, also oder? Ich würde sagen, genau. Das hebt mal auf. Alter. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Reicht. Zack. 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 So, schaut her, das bricht. Wir nehmen jetzt einfach den Rest. Ihr könnt es natürlich einfach so machen. Stopp! Ja, macht ihr euch diese Bätzle. So, und da könnt ihr jetzt zum Beispiel. Koriander haben wir nicht mehr, ne?
Koriander, wir haben alles aufgebraucht an Koriander. Wir müssen nämlich wissen, für die Leute, die das erste Mal zuschauen, wir beide sind alte Koriander-Junkies. Wir lieben es einfach. Ich meine, Thai-Basilikum ist auch super, aber gegen Koriander keine Chance. Du weißt was? Eins haben wir noch. Eins haben wir noch? Gut. So, und dann packt ihr das einfach ein, dann schneidet ihr das einfach, dass es einmal drumrum reicht, die ganze Geschichte. Zack, einschlagen. Und ich verspreche euch eins, wenn ihr das erste Mal, jetzt wenn ihr euren neuen Monolith-Grill bekommen habt, ist mal egal welche Größe, am Anfang, wenn ihr Würste grillt, wird es euch wahrscheinlich passieren, wie mir auch, ne? Passiert mir natürlich auch, dass euch die ganze Geschichte zu trocken wird. Schweinenetz verzeiht 5-mal so viel wie jeder Schweinedarm. Das kann man ungefähr so sagen, ne? Haben wir festgestellt, ja. Ja. Stefan. Ja, komm. Ja. So, Leute, die Würste sind gefüllt, die Patties sind fertig. Jetzt kommt's drauf an. Ihr seht den Blumenkohl, den haben wir ein bisschen angedämpft vorher. Was hast du da noch rein ins Wasser? Naja, die thailändischen Gewürze natürlich, Kaffeelimette, Zitronengras und Galgant. Mhm. Und natürlich vorher aktiviert den Blumenkohl mit deinem schönen Aktivator. Mhm. So, und jetzt wird hier ein bisschen Fummelarbeit. Und jetzt tun wir hier einfach das Ding auseinanderziehen. Ja, deswegen haben wir den gegart, dass wir das auch machen können. Und füllen einfach in diese Zwischenräume dieses Thai-Hack. Du musst es schon schön machen. Du musst dir, pass auf, gib mir mal. Doch auch ein bisschen was. Ich nehme mal meinen Teil darüber. Und es ist wirklich wie. Also ich muss ja, ich hätte ja wirklich dafür plädiert, wir nehmen die Spritze und spritzen das da fein rein. Da musst du draufdrücken wie ein Ochs, das geht doch wunderbar so. Wenn ihr dann soweit seid und glaubt und ihr glaubt, ihr seid fertig, dann ist das auf keinen Fall so. Weil jetzt drehen wir es nochmal um. Tut das mal weg. Ganz vorsichtig, Leute. Und jetzt füllt ihr hier die restlichen Löcher und stopft hier auch noch Hack rein. Gefüllter Blumenkohl. Das glaubt euch kein Mensch. Ja, ich sag mal, das ist einfach ein Gag, Leute. Ne? Keine Frage. Ihr könnt auch hier gehen. Könnt Schweinenetz nehmen, könnt wirklich gehackten Blumenkohl machen, könnt den Blumenkohl außenrum machen. Aber das ist einfach mal ein Gag. Ich wollte mal gucken, ob es funktioniert. Und ich finde, so schlecht geht es nicht. Stefan. So, ich würde sagen, den Rest packen wir noch da unten rein. So, und jetzt haben wir vorbereitet. Guck mal her, das ist wieder unser Dutch Oven. Und zwar ist es der Deckel. Den haben wir jetzt einfach umgedreht, weil er hat auch so lustige Füßchen unten dran. Da machen wir jetzt auch wieder ein bisschen Kaffeelimetten rein. Ja, rein damit. Und, also sehen wir zu, dass wir 250, 300 Grad. Genau, sodass er auch wirklich richtig Farbe kriegt. Und dann haben wir uns geeinigt, wie... Dann haben wir uns geeinigt, dass der Stefan die Marinade macht. Jetzt erzähl, was hast du drauf? Weiße, helle Sojasauce und Mirini 50-50. Also Hälfte, Hälfte. Bisschen Süße, bisschen Säure. Und jetzt hoffen wir, dass das nochmal richtig schön anknuspert außen. Jetzt haben wir die Würste drauf und wir sehen uns in genau 8,5 Minuten. Können wir probieren. So, unsere Bratwürste sind fertig. Richtig schön saftig auf dem Punkt. Ja? Und beim Braten müsst ihr wirklich aufpassen. Wie gesagt, grillt die relativ heiß an. Ihr habt hinten euren berühmten Bereich. Lasst sie vielleicht noch 3 Minuten dann da hinten liegen und gut ist. Ne? Lieber ist die Farbe jetzt nicht so dunkelbraun, wie ihr das gerne hättet. Wenn ihr nämlich eine dunkelbraune Farbe haben möchtet, müsst ihr die in einem relativ tiefen Fett braten. Das könnte man natürlich auch machen, indem man ein Gefäß drauf macht. Oder auf der Plansche könnte man das in einem Fett braten. Aber so ist das wunderbar. Ihr seht, das Schweinenetz ist verschwunden, das ist weggebraten. Also so ist es wirklich auf dem Punkt. Ich schneide jetzt mal an. Stefan, kommst du? Bringst du doch was mit? Ah, sensationell. Müssen wir jetzt hergehen und machen einfach von diesem
Panko. Noch ein bisschen was oben drüber. Panko, Leute, ist nichts anderes wie ein japanisches Paniermehl. Das ist quasi, wie kann man das beschreiben? Es ist von Haus aus knusprig und es ist quasi geschnitten. Es ist nicht gerieben. Ich würde sagen, es reicht. Und ich würde schon mal sagen, die Optik ist wirklich der Oberhammer. Sollen wir das Ding jetzt einfach mal anschneiden? Gefüllter Blumenkohl. Ich habe es mir nicht vorstellen können, aber jetzt bin ich gespannt, wie es ausschaut. Wo soll man denn hinlegen? Haben wir noch ein Brett vielleicht? Schneiden wir es da drinnen einfach an. Ja, aber dann sehen die Leute, wie es da toll, dass man mal eine Hälfte wegnehmen kann. Ach, schau mal, wie das Messer durchgeht. Wie Butter. Da legen wir es rein. Da rein? Genau. Da rein mal, lass mal. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. So, Leute. Es fällt auseinander. Es fällt auseinander. Das Hackfleisch ist jetzt wirklich auf den Punkt gegart. Wenn ihr das wissen wollt, wie das schmeckt, dann müsst ihr es euch selber machen. Viel Spaß und gutes Gelingen. Und währenddem wir verkosten, sagen wir schon mal Winke, Winke, oder? Winke, Winke, auf alle Fälle. Und vielen Dank, Stefan, dass du da warst. War eine wirklich tolle Performance. Geile Rezepte und tolle Ideen. Also, ich hoffe, wir haben das nicht das letzte Mal gemacht. Stefan, ich freue mich riesig drauf und gutes Gelingen, viel Spaß. Liebe Monolith-Freunde, bis bald.